Momentan rollt der Ball vor allem in Frankreich. Aber neben der Europameisterschaft gibt es auch noch weitere hochklassige Fußballturniere. Denn heute war es wieder soweit. Der große Fußballcup der offenen Ganztagsschulen, kurz Ogata Cup, fand in der Kranendonk-Halle statt. Insgesamt sind dieses Jahr 14 Schulen mit dabei. Die Mannschaften arbeiten da ein gutes Jahr darauf hin, dass sie wirklich das mal auf den Punkt das Turnier bestreiten können. Mittlerweile zum 11. Mal treten die Mannschaften der Gladbacher Ogatas gegeneinander an. Und mitspielen dürfen nicht nur die Großen, sondern auch die i-Dötzchen. Damit sind viele Kicker nicht zum ersten Mal dabei. Was den Ehrgeiz, auch einmal den Pokal in den Händen zu halten, durchaus fördert. Aber gewinnen ist beim Ogata Cup nicht alles. Wir haben ja schon 4 Pokale und einen Fairnesspreis, machen nebenbei noch kleine Spielaktionen, wo man was gewinnen kann, sodass die Kinder dann wirklich sodass die Chance haben, etwas mitzubekommen. Und wenn das nicht, dann zumindest die CD mit den Mitschnitten und auch den Spaß des Turniers. Und auch die Mädchen kommen nicht zu kurz. Denn in jedem Team, das bei dem Cup mitmacht, müssen auch Mädels dabei sein. Zwar gewinnt nicht jedes Team einen Pokal, am Ende gehen aber doch alle Teilnehmer als Gewinner nach Hause.